Eines scheint klar, dass nach dem Attentat auf Donald Trump die Chancen von Sir Donald deutlich gestiegen sind, sehr deutlich gestiegen sind, dass er der nächste US-Präsident wird. Mit diesem ikonischen Bild, mit dieser gestreckten Faust, blutend, was für ein Kontrast zu Biden, das ist praktisch aus den Köpfen wahrscheinlich nicht mehr rauszukriegen. Aber die Frage ist, naja, was heißt das für die Märkte erstens und zweitens, was heißt das für die Fed? Wenn sie jetzt davon ausgehen muss, dass Trump dann ans Ruder kommt und wahrscheinlich dann die Wahlversprechen umsetzen wird, so was er auch schon in seiner ersten Amtszeit getan hat. Deswegen ist ziemlich deutlich davon auszugehen, dass das dann auch kommen wird, nämlich Zölle anheben massiv, nicht nur gegen China, sondern auch gegen Handelspartner wie Deutschland, so eine Art Mindestzoll wird kommen, das wird die Preise nach oben treiben, er wird Migranten abschieben, das wird die Löhne nach oben treiben, er wird die Fed wahrscheinlich zwingen, weil er mehr Zugriff sich verschaffen dürfte auf die Fed, die Zinsen schneller zu senken, auch das natürlich latent inflationär, und er wird die Unternehmenssteuern senken und damit die Staatsfinanzen in ein schwierigeres Licht rücken, ohnehin ja schon mit der Ausgabenorgie von Trump zunächst und dann Biden. Nicht sehr viel weniger ist das ein Riesenthema, und deswegen sehen wir bestimmte Entwicklungen an den Märkten, bestimmte Antizipationen an den Märkten. Wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen. Und das, was Sie hier unten sehen, meine Damen und Herren, ist vielleicht der wichtigste Chart. Wir sehen hier, die kurzfristigen Inflationserwartungen sind gefallen in diesem Chart links unten mit der Inflation, die ja zurückgekommen ist, zwar zum Vorjahresmonat immer noch bei 3% ist und im Grunde zwischen 3 und 3,5% schwankt jetzt seit einiger Zeit, aber wir sehen, dass die längerfristigen Inflationserwartungen, und es gibt zwei Messgrößen, die für ein Jahr, also die im nächsten Jahr die Inflationserwartung und die für die nächsten 5 Jahre, dass also die längerfristige, die für 5 Jahre massiv nach oben geschossen ist jetzt in den letzten Tagen und Wochen, und eben das ist ein Ausdruck dafür, dass man eben davon ausgeht, dass wenn Trump ans Ruder geht, die Inflation nach oben geht, und es ist eben bei diesen Inflationserwartungen eine self-fulfilling prophecy. Das heißt, wenn die Leute Inflation erwarten, dann ziehen sie Käufe vor, weil sie sagen, naja, später wird es teurer, damit schaffen sie Nachfrage. Inflation dabei ist das Ungleichgewicht zwischen starker Nachfrage und eben Angebot, und damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit. Was die Märkte jetzt kurzfristig machen, steht auf einem anderen Blatt, nämlich die Aktienmärkte hier. Hier heißt es, US-Aktien steigen, nachdem Trader den geopolitischen Schock jetzt durch dieses Attentat versuchen einzuordnen. Man müsste sich mal vorstellen, dieses Attentat wäre gelungen, und das hat ja nicht viel gefehlt, was dann los wäre an den Märkten. Jedenfalls profitieren eben bestimmte Bereiche, Banken, weniger Regulierung, Prison Operators, also Gefängnis, private Gefängnisse, Oil Companies und so weiter. Wir haben aber andere Bereiche, die wahrscheinlich eher leiden würden. In der Summe sehen wir, dass dieser Trade, der derzeit passiert, nämlich rein in den Russell, rein in die Nebenwerte, rein in das, was nicht so gut gelaufen ist, sich heute erst einmal fortsetzt. Aber die Frage ist, wie wird diese innenpolitische Situation jetzt sein? Wir haben ja Trump, der schon gesagt hat, naja, bei meiner Rede in Milwaukee, da werde ich das Ganze ein bisschen abschwächen, da wollte ich eine aggressivere Rede halten, jetzt werde ich mehr so auf Einheit und so weiter gehen, aber die Frage ist, wie lange? Denn das ist ja zunächst mal jetzt so dieser Schock, und man macht dann so, wir sind alle Amerikaner, aber das wird nicht lange vorhalten, und wir sehen hier zum Beispiel Marjorie Taylor Greene, einer der bekanntesten Kongressabgeordneten der Republikaner, die also massive Vorwürfe gegen die Demokraten erhebt. Die sind praktisch das Böse. Sie haben versucht, die Demokraten Trump umzubringen. Man braucht sich ja nur mal auf Twitter umgucken, wie stark da diese Theorie vorherrscht, dass hier die Secret Service und andere absichtlich nicht eingeschritten seien. Man hält das also für einen Komplott, kann nicht sagen, ob das der Fall ist. Meistens ist Inkompetenz die bessere Erklärung, weil es schlichtweg zwei Areale gab. Einmal das, wo Trump seine Wahlkampfveranstaltungen gehalten hat, da war der Secret Service zuständig. Ob die andere, die Zone drumherum, da war die lokale Polizei zuständig. However, weiß man nicht. Jedenfalls dürften sich diese innenpolitischen Dinge dann wieder verschärfen nach einer kurzen Ruhephase aus meiner Sicht. Und natürlich haben wir weniger Regulierung dann, wenn Trump kommt. Wir werden vielleicht dann mehr Merchant Acquisitions sehen. Deswegen so die Erklärung dieses Analysten, sei das erstmal positiv heute aufgenommen. Übrigens fast ein Treppenwitz der Geschichte. BlackRock, die heute ja
Zahlen vorgelegt haben, haben zugegeben, dass sie hier einen Werbespot gemacht haben, wo dieser Attentäter vorkommt. Hier sieht man ihn. Also das ist wirklich so unfassbar, so unglaublich. Dieser Matthew Crooks, Thomas Matthew Crooks, hier sieht man, wie er aufmerksam den Worten eines Lehrers hier lauscht, aber insgesamt gilt, und das ist der Grund, warum diese Nebenwerte in den USA derzeit profitieren, dass natürlich die Aktien, die mehr Domestic Business haben, also mehr so auf die USA konzentriertes Business, dass die Vorteile haben, denn die sind eben nicht betroffen von den Nebenwirkungen der Trumpschen Zollpolitik, sondern die können einfach in ihren Markt exportieren, und das sind eben die kleineren Unternehmen, das sind zum Beispiel Unternehmen aus dem Russell 2000, diese Grafik ist vom 11. Juli, da können Sie gleich nochmal eine richtige Linie nach oben ziehen, und insgesamt aber eben die Frage, naja, wir werden eine Phase der Instabilität bekommen, auch wenn, wie gesagt, gerade jetzt ein bisschen Ruhe ist. Ich glaube, dass Trump dann auch wieder aggressiver werden wird nach einiger Zeit. Hier sagt ein Fondsmanager, naja, da werde ich jetzt vorsichtiger, ich werde ein bisschen die Chips vom Tisch nehmen, mal sehen, ob es die Märkte auch machen. Eins aber scheint auch klar, wir werden eine Rezession sehen, denn jetzt sehen wir die Endinvertierung von Zinskurven, hier die 2- und die 30-Jährige, das erste Mal, dass wir wieder entinvertieren. Das war mal ganz kurz im Januar der Fall, aber insgesamt sehen wir, dass eben jetzt die Märkte ganz klar, nicht wegen Trump, sondern wegen der rückläufigen Inflation, wegen den schwachen Konjunkturdaten in den USA, eben eine Zinssenkung bereits im September spielen. Manche sagen sogar, wie Moody's, also kann gut sein, dass es schon im Juli ist, also Ende Juli, 31.07. Jedenfalls die Chance, dass die Fed bis spätestens September die Zinsen senkt, jetzt bei 94%. Und die Fed macht immer das, was eine überragende Wahrscheinlichkeit oder macht das, was die Märkte mit einer überragenden Wahrscheinlichkeit einpreisen. Sonst würde sie die Märkte wahrscheinlich schockieren. Und hier die vielleicht größte Taube, der größte Dove innerhalb der Fed, Goolsbee, letztendlich ein Vertreter des Bankenbusinesses, könnte man sagen, der sagt, also die sind sehr schnell nötig, diese Zinssenkungen. Und hier sehen wir, ja, es ist natürlich auch so, dass es immer weniger Zinssenkungen gibt, Zinsanhebungen gibt, sondern jetzt inzwischen mehr Zinssenkungen. Das sehen wir hier in der Grafik Rate Hikes gegen Rate Cuts. Da sind wir unter Null, und insgesamt erwartet man, dass jetzt in diesem Jahr 80% aller größeren Notenbanken in diesem Jahr die Zinsen senken werden. Das ist der höchste Wert seit 2023. Vor einem Jahr waren es nur 10% der Zentralbanken. Also das geht relativ fix. Liegt eben auch an der sich abschwächenden Wirtschaft. Aber das ist die Kehrseite der Medaille. Was passiert dann an den Märkten? Wir haben jetzt schon Market Cap to GDP, also der sogenannte Buffett Indicator. Wie viel sind die Unternehmen wert in Relation zum BIP? Dann sehen wir, dass wir hier neue Höhen erreichen, und jetzt ist es so, dass wir ja eigentlich weniger Aktien auch haben. Wir haben einen Rückgang der an den Börsen gelisteten Aktien, das heißt immer weniger Unternehmen stellen eine immer höhere Marktkapitalisierung dar. Und jetzt sagt Sven Henrik, also super, jetzt lass uns in diese Situation, wo wir ohnehin schon eine sehr laxe Geldpolitik wieder haben, trotz der gestiegenen Zinsen, lass uns da mal die Zinsen anheben. Und nicht immer ist eben eine Zinssenkung positiv, denn wie wir sehen, wir haben durchaus eben den Unterschied zwischen Zinssenkungen, die man machen kann, wie ich heute Vormittag schon sagte, und Zinssenkungen, die Fed machen muss. Und der häufigere Fall ist, dass die Fed die Zinsen senken muss, und normalerweise ist das dann nicht zwingend positiv. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Märkten, und wir sehen ja hier Large Cap Growth zu Small Cap Value. Seit dem Jahr 2000, hier sind wir auf neuen Höhen, und das Ganze wird natürlich auch noch dadurch unterstützt, dass immer mehr Vermögensverwalter ETFs in ihre Portfolios einbinden, also Index-ETFs, und die kaufen natürlich dann automatisch überproportional oder proportional eben die Schwergewichte, die großen Tech-Aktien. Das ist im Jahr 2024, hat sich das nochmal beschleunigt, und jetzt sehen wir, dass der S&P 500 mit eben diesen Tech-Aktien praktisch mit seiner Marktkapitalisierung das Dreifache der gesamten erwirtschafteten Umsätze auf die Waage bringt. Das ist somit das Höchste, was wir jemals hatten. Wir hatten im vierten Quartal 2021 noch einen leicht höheren Wert, aber vielleicht schaffen wir auch das noch. Also die Märkte sind nicht billig, dennoch geht natürlich sehr viel Geld nach wie vor hier rein. Wir haben in der letzten Woche gesehen, mehr als 15 Milliarden frisches Kapital in US Equity Funds. Das war der größte Zufluss
seit 12 Monaten. Alle sind schon total high, total euphorisch. Equity Risk Love. Global Equity Risk Love, das ist ein Indikator, den die Bank of America entwickelt hat, ist jetzt in der 96. Perzentile. Es kann also immer noch ein bisschen euphorischer werden, man glaubt es kaum. Und hier sehen wir mal den Vergleich zwischen Nvidia und Cisco. Und zwar in der Hinsicht, was Nvidia in Relation zum BIP der USA darstellt, nämlich 11,7%. Cisco war auf seinem Hochpunkt nur 5,5%. Und klar, Nvidia macht auch mehr Umsatz, das ist schon klar. Aber 11,7%, das ist eine Menge Holz. Da ist natürlich schon die beste aller Welten eingepreist. Auch die Deutsche Bank sagt, ja, Positionierungsindikator so bullisch wie eben Ende 2021 nicht mehr. Was begann Anfang 2022? Die Fed hat die Zinsen gesenkt, respektive im Fed-Protokoll gleich im Januar angekündigt, wir werden die Zinsen anheben, nicht gesenkt, anheben. Also da ist schon manches so busy auf Anschlag. Auf der anderen Seite sehen wir eben eine zunehmende Marktbreite, weil jetzt die Verlierer auch gekauft werden, die Verlierer der letzten Monate. Hier haben wir einen Triple 70 Thrust Indicator. Also wenn mehr als 70% der Aktien gestiegen sind in den letzten 3 Handelstagen, dann ist meistens die nächste Zeit sehr positiv. Mal sehen, ob das diesmal so ist. Also es ist eine komplexe Gemengelage. Dann China hatte ja sehr schwache Konjunkturdaten wieder. BIP schwächer als erwartet, vor allem die Retail-Sales, die Einzelhandelsumsätze schwach und die Hauspreise weiter absolut im Sinkflug. Und wir merken langsam auch in Europa oder vor allem die Luxusfirmen wie Burberry oder Swatch, das ist China-Geschäft immer schwacher, massiv gesunkene Nachfrage nach Luxusgütern in China. Das zeigt, was hier der Fall ist. Und wenn wir nochmal nach Deutschland kommen, sehen wir Agrarhändler BayWa, der in Schwierigkeiten ist. Größter Agrarhändler in Deutschland, 24.000 Beschäftigte in 40 Ländern, größte Unternehmen des Landes, eines der größten Unternehmen des Landes. Hier hat man offenkundig massiv investiert ins Solargeschäft und das läuft jetzt nicht so richtig. Also das zeigt, wie man vielleicht besser bei seinem Business bleibt. Apropos deutsche Medien und das Trump-Attentat. Hier eine Schlagzeile, die natürlich erfunden ist. Angeblich Rauchentwicklung nach Vorfall mit mutmaßlichen Wolkenkratzern. Das ist eine Anspielung an das, was die Öffentlich-Rechtlichen Trump von der Bühne geführt nach lautem Knall. Und das war schon eine Stunde, nachdem all das passiert ist. Also hier macht man sich lustig, aber eins ist klar, nirgendwo geht es so schnell wie bei Twitter, dass man sozusagen die Bilder bekommt. Ist schon ein Segen, dass es solche Plattformen gibt, wo man nicht mehr abhängig ist von der Inkompetenz der öffentlich-rechtlichen Medien. Abschließend, meine Damen und Herren, nochmal ein wichtiger Satz für alle, die jetzt die Europameisterschaft alkoholtechnisch überstanden haben. Wenn du in der Stadt am Abend 5 Bier trinkst, bist du für manche Leute Alkoholiker, im Dorf bist du der Pfarrer. Ich glaube, das ist eine Lebensweisheit, die unbedingt zu beachten ist. Abschließend noch 2 Empfehlungen. Der Handel mit Russland, nämlich Chinas Handel mit Russland, der verliert in Dynamik, ist nur ein paar Prozente. Die EU ist als Absatzmarkt für China extrem wichtig. Dementsprechend ist diese Freundschaft zwischen China und Russland durchaus so auch mit Grenzen versehen. Hochinteressante Zahlen aus China zeigen das. Das ist die erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, Frankreichs Staatsfinanzen in besorgniserregender Verfassung. Da ist ja momentan so ein bisschen Ruhe, aber das wird sehr bald wieder aufpoppen. Seien Sie darauf vorbereitet. Warum? Lesen Sie in diesem Artikel. Also diese beiden Artikel zur Empfehlung. Jetzt sage ich Servus, ciao.